Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Viele von euch wissen, dass ich ein großer Fan des Huawei Mate 7 oder Huawei Ascend Mate 7, wie es damals ja noch hieß, und des Mate 8 war. Tolle Verarbeitung, ein hochwertiges Design, eine starke Performance und vor allem eine geniale Akkulaufzeit zeichneten diese beiden Smartphones für mich persönlich aus. Das Mate 8 hatte aber ein paar Probleme mit der Kamera, das war für mich persönlich so ein kleiner Dealbreaker. Mittlerweile sind aber schon wieder einige Monate vergangen und mit dem Huawei Mate 9 ist jetzt seit einigen Tagen schon der Nachfolger in Deutschland verfügbar. Das kommt mit einer Dual-Kamera von Leica, natürlich auch wieder mit einem riesigen Akku, der nun auch deutlich schneller aufgeladen werden soll. Allgemein klingt dieses Smartphone auf dem Papier nahezu perfekt. Ich habe das Mate 9 also in den letzten Wochen ausführlich getestet und ob es wirklich hält, was es verspricht und ob es vielleicht sogar mein neuer Daily Driver wird, das erfahrt ihr jetzt in diesem Review. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Schon die beiden Vorgänger gehörten mit ihren 6 Zoll Displays zu den größten Smartphones auf dem Markt. Insofern sollte es niemanden wundern, dass auch das Mate 9 definitiv kein kompaktes Smartphone ist. Es ist einen ganz kleinen Tick schmaler als der Vorgänger, hat dafür aber auch ein um 0,1 Zoll kleineres Display. Außerdem ist es ziemlich dünn und auch das Gewicht von 190 Gramm passt gut zum restlichen Design. Wie man es von der Mate 3 kennt, hat Huawei auch beim Mate 9 wieder versucht, die Displayränder möglichst klein zu halten. Das führt dann dazu, dass das Mate 9 für ein Smartphone mit 5,9 Zoll Display doch erstaunlich kompakt ist. So richtig deutlich wird das beispielsweise im Vergleich mit einem iPhone 7 Plus. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass das Mate 9 erstaunlich gut in der Hand liegt. Klar, in vielen Situationen kann man es natürlich nicht mehr problemlos einhändig bedienen, aber ich persönlich finde das Handling eine ganze Ecke besser als beim Vorgänger. Das Display einen Tick kleiner zu machen, das war meiner Meinung nach also eine sehr gute Entscheidung. Huawei setzt beim Mate 9 übrigens nach wie vor auf ein IPS-Panel. Auch die Auflösung von 1920x1080 ist geblieben, das ergibt dann etwa 373 ppi. Auf das Display komme ich später natürlich noch ausführlicher zu sprechen. Oberhalb finden wir die Hörmuschel, diverse Sensoren, eine ganz dezente Benachrichtigungs-LED sowie die 8 Megapixel Frontkamera mit Autofokus. Das ist ja durchaus was Besonderes und deshalb schauen wir uns auch die später natürlich noch genauer an. Huawei typisch setzt man natürlich auch beim Mate 9 wieder auf Onscreen-Tasten und deshalb bin ich der Meinung, dass man den Bereich unterhalb des Displays ruhig noch etwas kompakter hätte bauen können. Der Rahmen besteht wieder aus Metall und auf der linken Seite finden wir den altbekannten Hybrid-Slot. Hier könnt ihr entweder eine Nano-SIM und eine Micro-SD einlegen, um den 64 GB großen Internetspeicher zu erweitern, oder aber ihr legt 2 Nano-SIM-Karten ein und könnt die dann gleichzeitig verwenden. Das habe ich während meines China-Trips gemacht und es hat hervorragend funktioniert. SMS und Anrufe liefen dann über meine deutsche SIM und Datenverbindungen eben über die chinesische. Das ist ein geniales Feature und findet meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung. Man sollte dabei beachten, dass es in Deutschland wohl auch eine Version ohne Dual-SIM gibt. Da müsst ihr also aufpassen, was ihr kauft. Der Powerbutton und die lauter leise Wippe sitzen dann auf der rechten Seite. Beide sind super verarbeitet und vor allem auch sehr gut zu erreichen. Das ist bei einem Smartphone dieser Größe für mich essentiell. Auf der Oberseite platziert Huawei dann den 3,5 mm Klinkenanschluss sowie einen Infrarotport. Den haben ja beim P9 einige vermisst. Auf der Unterseite finden wir dann mittig den USB Type-C Anschluss, der leider nur auf USB 2.1 basiert. Das ist doch etwas schade. Außerdem finden wir hier noch 2 Lautsprecherausgänge. Das Spiel kennen wir ja bereits. Natürlich befindet sich nur hinter einem von beiden wirklich einen Lautsprecher, nämlich hinter dem rechten. Eine Sache, die bei der Präsentation des Mate 9 aber etwas untergegangen ist, das ist die Tatsache, dass Huawei ähnlich wie HTC und Apple in die Hörmuschel einen zweiten Lautsprecher integriert hat und das macht sich extrem positiv bemerkbar. Die Lautsprecher sind ziemlich laut und liefern eine ordentliche Klangqualität. Hier gibt es natürlich noch Luft nach oben, aber das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Gegen das Eindringen von Wasser oder Staub ist das Mate 9 übrigens offiziell leider nicht geschützt, das haben mich auch einige gefragt. Auch beim Mate 9 setzt Huawei wieder auf ein Aluminium-Unibody-Gehäuse. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass das Gerät hervorragend verarbeitet ist und sich extrem hochwertig anfühlt. Verarbeitung hat Huawei einfach drauf und in den letzten Jahren nahezu perfektioniert. Leider gibt es das Mate 9 in Deutschland erstmal nur in den Farben Space Gray und Moonlight Silver. Laut Huawei liegt es einfach daran, dass die Nachfrage nach den
den anderen Farbvarianten bei uns zu gering ist. Ich persönlich finde das auf jeden Fall schade. Die Kamera sticht auf der Rückseite natürlich sofort hervor. Ähnlich wie beim P9 setzt Huawei wieder auf eine Dual-Kamera, die zusammen mit Leica entwickelt wurde. Im Vergleich zum P9 wurde die Kamera aber deutlich überarbeitet. Der RGB-Farbsensor bietet zwar weiterhin 12 Megapixel, der Monochrom-Sensor löst jetzt allerdings mit bis zu 20 Megapixeln auf. Das soll besonders bei schwachem Licht für noch bessere Aufnahmen sorgen, denn wie gehabt sammeln beide Sensoren natürlich Bildinformationen, die dann in einer Aufnahme kombiniert werden. Auch die Kamera werden wir uns später natürlich noch genauer anschauen. Wie bei fast allen aktuellen Smartphones ragt die übrigens auch beim Mate 9 wieder etwas aus dem Gehäuse hervor. Der Fingerabdrucksensor unter der Kamera fällt natürlich auch direkt auf. Fingerprint 3.0 nennt Huawei den mittlerweile. Auch wenn ich sagen muss, dass schon der Sensor im P9 meiner Meinung nach zu den besten auf dem Markt gehörte, funktioniert der des Mate 9 bei mir nochmal einen Tick schneller und akkurater. In meinen Augen ist das momentan einfach der beste Fingerabdrucksensor auf dem Markt. Der festverbaute Akku hat erneut eine Kapazität von 4000 mAh, auch dazu gibt es später noch genauere Infos. Ansonsten kommt das Huawei Mate 9 bereits mit Android 7.0 und der Emotion UI 5.0. Als Prozessor kommt der hauseigene HiSilicon Kirin 960 Octa-Core Prozessor mit maximal 2,4 GHz zum Einsatz. Dazu gibt es dann 4 GB RAM und auch LTE mit allerlei wichtigen Frequenzbändern ist natürlich mit an Bord. Über die Emotion UI 5.0 wurde ja im Vorfeld schon heftig spekuliert. Allgemein sollte sie näher an Stock-Android orientiert sein als die Vorgängerversionen, denn das wurde ja ziemlich häufig kritisiert. Meines Erachtens ist das aber nur bedingt gelungen. Das Icon-Design wirkt nun auf jeden Fall deutlich minimalistischer und nicht mehr ganz so verspielt und viele eigene Apps wie beispielsweise der Dialer, die Nachrichten-App oder der Music-Player gefallen mir jetzt auch deutlich besser. Die Benachrichtigungsleiste mitsamt den Toggles sieht in meinen Augen aber immer noch viel zu unordentlich aus und die Symbole und die Schriftart in den Einstellungen finde ich optisch alles andere als ansprechend, aber das ist im Endeffekt eh Geschmackssache. Ich will damit nur sagen, dass die Emotion UI optisch meiner Meinung nach noch immer sehr weit von Stock Android entfernt ist. Gestört hat mich außerdem, dass alle möglichen Benachrichtigungen nicht mehr mit eigenen Symbolen je nach App oder Art der Information angezeigt werden, sondern nur noch als Ziffer. Gibt es also eine neue WhatsApp-Nachricht, dann ist dort nicht mehr das typische WhatsApp-Symbol zu sehen, sondern nur eine kleine 1. Das kann Stand heute leider auch nicht umgestellt werden. Laut Huawei soll das mit einem bald erscheinenden Update aber möglich sein. Ansonsten finde ich nach wie vor, dass die Emotion UI einige extrem nützliche Features hat. Wischt man von oben nach unten über den Fingerabdrucksensor, erscheint die Benachrichtigungsleiste. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Apps zu klonen. Dank DualSIM kann man dann bei einer App doppelt angemeldet sein, etwa mit unterschiedlichen Konten. Aktuell funktioniert das nur mit Facebook und WhatsApp, aber das ist definitiv ein nützliches Feature. Ein AppDrawer ist ab Werk wieder nicht dabei, kann aber nun in den Einstellungen endlich aktiviert werden. Alles in allem ist die Emotion UI 5.0 definitiv die mit Abstand beste Version von Huaweis hauseigener Benutzeroberfläche und ein ganz großer Schritt nach vorne. Ich denke aber, dass sie nach wie vor einigen nicht gefallen wird. Wo mich das Mate 9 dann aber wieder auf ganzer Linie überzeugen konnte, das war in Sachen Performance. Ich habe in den letzten Tagen viele Reviews gesehen und gelesen, aber in fast keinem wurde erwähnt, dass die Software Stand heute noch nicht final ist. Trotzdem gehört das Mate 9 performance-technisch momentan zu den besten Geräten auf dem Markt. Apps starten und schließen rasend schnell, das Bedientempo ist extrem hoch und ich hatte im gesamten Testzeitraum keinen einzigen Ruckler oder keine einzige Verzögerung. Dabei wird das Gerät auch nicht irgendwie schnell heiß. Auch nicht beim Spielen aufwendiger Spiele. Als GPU kommt hier eine ARM Mali G71 MP8 zum Einsatz. Im Vergleich zum Vorgänger ist das ein riesiger Sprung und sollte auch in den nächsten 1-2 Jahren für eine hervorragende Grafikperformance sorgen. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen. Anfangs hatte ich häufig das Problem, dass nach ein paar Minuten Nutzung die Displayhelligkeit wieder komplett hochgeregelt wurde. Egal, ob ich sie manuell angestellt hatte oder auf Autohelligkeit. Das ist ein bekannter Bug, der laut Huawei mit dem nächsten Update auch beseitigt werden soll, wobei ich das Ganze komischerweise seit einigen Tagen nicht mehr reproduzieren konnte und das ganz ohne Update. Ein weiteres Highlight dieses Smartphones ist das Display und das, obwohl man das auf den ersten Blick gar nicht meinen möchte. Unter meinem Unboxing haben sich viele eine höhere Auflösung gewünscht und ja, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass WQHD bei 5,9 Zoll tatsächlich anfängt Sinn zu machen, aber trotzdem, hält man nicht unbedingt ein LG G5 oder ein HTC 10 daneben, dann fällt der Unterschied im Alltag eigentlich nicht auf und für den Akku ist es mehr als positiv. Ich persönlich finde einige andere Dinge wichtiger als die Auflösung und da überzeugt das Mate 9 auf ganzer Linie. Farbdarstellung und Farbechtheit sind hervorragend. Farben werden sehr intensiv, aber noch immer ausreichend realistisch dargestellt. Der Weißwert ist grandios und auch der Schwarzwert ist für ein IPS-Display sehr, sehr gut. Dazu kommt, dass die Helligkeit merkbar besser ist als beim Vorgänger. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Probleme, das Display abzulesen, auch nicht in China bei 30 Grad und direkter Sonne.
Sonneneinstrahlung. Also da hat Huawei ganze Arbeit geleistet. Einzig die Blickwinkelstabilität ist nicht ganz so gut wie bei Apple oder Samsung. Das kann man meiner Meinung nach aber verschmerzen. Und damit werden wir jetzt endlich bei der Kamera. Ich will gar nicht zu lange über die Software quatschen, denn da hat sich im Vergleich zum P9 nicht viel getan. Sie ist noch immer sehr logisch und intuitiv aufgebaut und es gibt diverse nützliche Modi. Der manuelle Modus ist genial und sehr einfach zu bedienen. Mit dabei sind auch wieder die vom P9 bekannten Leica-Modi sowie der Monochrom-Modus, der mehr Details und eine höhere Bilddynamik bieten soll. Auch der Bokeh-Effekt des P9 ist wieder mit dabei. Nun aber zur alles entscheidenden Frage: Hat Huawei es geschafft, die Bildqualität im Vergleich zum P9 nochmal weiter zu verbessern? Die Antwort ist ja. Vor allem bei guten Lichtbedingungen macht die Kamera grandiose Aufnahmen, tolle Bildschärfe, sehr guter Dynamikumfang und ein hervorragender Weißabgleich. Mir ist aufgefallen, dass die Kamera vor allem bei Gegenlicht teilweise deutlich besser als die Konkurrenz abschneidet. Die Leica-Profile lassen die Aufnahmen meistens deutlich unrealistischer aussehen, kreieren in vielen Fällen aber einfach ein verdammt cooles Ergebnis. Da spart man sich dann oft die Nachbearbeitung und deshalb habe ich das Ganze auch ziemlich oft genutzt. Das gilt auch für den Monochrom-Modus. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit etwas Nachbearbeitung am PC ein ähnliches Ergebnis erzielen kann, aber das spart man sich eben durch diesen Modus und das ist definitiv klasse. Durch die zweite 20-Megapixel-Kamera kann übrigens ein zweifach optischer Zoom simuliert werden. Das funktioniert bei gutem Licht super. Die Ergebnisse gefallen mir hier besser als beim iPhone 7 Plus. Jetzt kommen wir aber noch zur Königsdisziplin, also der Lowlight-Performance, und da schwächelt das Mate 9 leider etwas. Versteht mich nicht falsch, die Lowlight-Performance ist keinesfalls schlecht. Wir haben in Shanghai eine Bootsrundfahrt gemacht und die Skyline fotografiert und die Aufnahmen können sich definitiv sehen lassen. Solange es nicht extrem dunkel ist, ist die Lowlight-Performance wirklich ziemlich gut. Da macht sich auch der optische Bildstabilisator extrem positiv bemerkbar. Wenn es dann aber mal wirklich extrem dunkel ist, dann kann das Mate 9 meiner Meinung nach nicht mehr mit einem Samsung Galaxy S7 oder S7 Edge mithalten. Das mag jetzt Kritik auf hohem Niveau sein, aber das ist eben das i-Tüpfelchen, was der sonst sehr guten Kamera noch fehlt. Videos können nun in 4K aufgenommen werden, allerdings nur im H265 Codec. Da den noch kaum ein Schnittprogramm unterstützt und ich das Video nicht konvertieren wollte, habe ich euch die Originaldatei in Dropbox hochgeladen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich persönlich finde es absolut unverständlich, wieso Huawei auf diesen Codec setzt und nicht auch die Möglichkeit anbietet, auf H264 umzustellen. Richtig gut gefallen hat mir hingegen die Frontkamera. Die hat, wie schon erwähnt, einen echten Autofokus und der ist echt Gold wert. Sie zählt zu den besten Frontkameras auf dem Markt. Sprachqualität und Empfang sind auch extrem gut. Von all den Geräten, die ich in den letzten Monaten getestet habe, ist das Mate 9 hier mit das Beste. Nun kommen wir aber endlich zum Akku. Da waren meine Erwartungen ehrlich gesagt riesig, denn mit den Vorgängern habe ich immer 1,5 bis 2 Tage geschafft. Leider hat das Mate 9 mich da etwas enttäuscht. Ich schaffte nie mehr als 1,5 Tage und die Display-On-Time lag meistens bei etwa 6 Stunden. Das ist definitiv kein schlechter Wert, aber bei 4000 mAh hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich mit den Vorgängern immer 8 bis 9 Stunden geschafft habe. Ja, das muss man eben immer im Hinterkopf behalten. Auch hier soll die finale Software, die dann in den nächsten Tagen via OTA-Update kommt, Besserung bringen. Das werde ich auf jeden Fall testen und dann kommt zu dem Thema in einigen Wochen auch gerne nochmal ein Update, falls ihr das eben sehen wollt. Bei der Präsentation hat Huawei auch das neue Supercharge-Feature heftig beworben. Innerhalb von nur 20 Minuten lädt der Akku auf 38% und innerhalb von 30 Minuten auf satte 57%. Für die ganze Ladung braucht das Gerät etwa 120 Minuten, wobei sich die letzten paar Prozentpunkte ab 95% arg zäh dahinziehen. Trotzdem ist es gerade, was die Ladedauer von 0 bis 70% angeht, eine riesige Verbesserung im Vergleich zum Mate 8 und ein extrem geniales Feature. Leider funktioniert das Ganze bei mir aber nur mit dem mitgelieferten von Huawei zertifizierten USB Type-C Kabel. Angeblich sollen in Zukunft noch weitere Kabel zertifiziert werden, aber darauf würde ich jetzt nicht unbedingt wetten. Wireless Charging unterstützt das Mate 9 übrigens nicht. Damit wären wir auch schon wieder beim Fazit angelangt und wie immer beginnen wir mit den Punkten, die für das Huawei Mate 9 sprechen. Da hätten wir zum einen die hervorragende Verarbeitung und das hochwertige Design. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen, das kann Huawei einfach. Mir hat es auch gut gefallen, dass das Gerät insgesamt handlicher ist als der Vorgänger. Das hat ja damals auch einige gestört. Außerdem haben wir ein sehr gutes Display. Ja, die Auflösung könnte höher sein, aber ansonsten ist das einfach ein hervorragendes Display. Das muss man so ganz klar sagen und auch eine Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Extrem gut gefallen hat mir auch die Performance. Obwohl die Software noch nicht ganz final ist, gibt es da eigentlich kaum Schwächen. Und auch die Kamera würde ich einfach nur als klasse bezeichnen. Wie gesagt, ich habe gesagt,
gesagt, bei ganz schlechten Lichtbedingungen geht es noch besser, aber diese ganzen Modi, die Leica-Farbprofile, der Monochrom-Modus, der zweifach optische Zoom und die wirklich sehr, sehr gute Qualität bei guten Lichtbedingungen haben mir einfach gefallen. Auch das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Dann habe ich noch einige andere Punkte, einige kleinere Punkte genannt, zum Beispiel der sehr gute Fingerabdrucksensor, die guten Lautsprecher, das super Fast Charging, die Sprachqualität, die wirklich sehr, sehr gut ist und eben dieses Dual-SIM-Feature. Das sind alles so Dinge, die bei anderen Smartphones nicht da sind oder nicht so gut da sind, also das hat mir auf jeden Fall auch gefallen. Es gibt aber auch ein paar Kontrapunkte, so zum Beispiel die Tatsache, dass die Software einfach immer noch mit kleinen Bugs ist. Damit meine ich jetzt zum Beispiel diesen Helligkeitsbug, den ich euch ja hier schon, den ich schon erwähnt habe. Da kann man jetzt natürlich sagen, ist etwas unverantwortlich von Huawei, das Gerät mit nicht finaler Software auszuliefern. Aber naja, so ist es eben, deshalb muss ich das Ganze irgendwie auch kritisieren. Das gilt dann auch für die Akkulaufzeit, da gibt es definitiv auch noch Luft nach oben. Die Akkulaufzeit ist auf gar keinen Fall schlecht, versteht mich da wirklich nicht falsch, sie ist ordentlich und wenn das kein Mate 9 mit 4000 mAh Akku wäre, dann würde ich die wahrscheinlich sogar als gut bezeichnen, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass unter diesen Bedingungen noch deutlich mehr möglich ist, vor allem wenn man eben immer die Vorgänger im Hinterkopf behält. Ansonsten haben wir leider nur USB 2.1, da bin ich schon der Meinung, dass 3.0 oder 3.1 möglich gewesen wäre. Und wir haben eben nur diese Full-HD-Auflösung. Ich bin normalerweise immer so ein Typ, der sagt, Full-HD reicht dicke aus. Aber ich bin der Meinung, bei 5,9 bis 6 Zoll könnte es schon WQHD sein. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass die UVP jetzt bei 699 € liegt, da könnte man schon etwas mehr erwarten. Und vor allem hätte ich mir da dann einfach auch mehr vom Akku erhofft, also wenn man schon auf Full HD setzt. Insofern, das finde ich auch etwas schade. Das ist also das Huawei Mate 9. Ganz ehrlich, dieses Smartphone hat mir extrem gut gefallen und ich überlege ernsthaft, es in Zukunft als meinen Daily Driver zu benutzen. Huawei hat es geschafft, die wenigen Schwächen des Vorgängers fast alle zu verbessern bzw. zu beseitigen. Vor allem in Sachen Kamera haben sie nochmal eine ganze Schippe draufgelegt, aber auch die Stereo-Lautsprecher, das bessere Handling oder das verbesserte Display haben mir persönlich extrem gut gefallen. Ich hätte mir nur ehrlich gesagt von der Akkulaufzeit etwas mehr erhofft und auch die paar Bugs, die ich angesprochen habe, haben mich etwas gestört. Da bin ich aber recht optimistisch, dass das mit der finalen Software besser werden sollte, also beides. Die soll ja jetzt dann in den nächsten Tagen kommen und falls ihr das wollt, dann kann ich zu dem Thema, also nachdem ich die finale Software getestet habe, gerne nochmal ein Update bringen, habe ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt. Unter meinem Unboxing haben auch einige von euch kritisiert, dass die UVP für Huawei-Verhältnisse etwas zu hoch ist, 699 €. Ich glaube, das sind nochmal 50 € mehr als beim Vorgänger. Aber ganz ehrlich, für das, was dieses Smartphone bietet und vor allem im Vergleich zu Samsung, zu HTC oder zu Apple, ist der Preis einfach absolut gerechtfertigt. Also ich kann euch das Huawei Mate 9 definitiv auf ganzer Linie weiterempfehlen, wenn ihr eben auf große Smartphones steht. Es hat zwar noch ein paar Kinderkrankheiten, aber ansonsten ist es wirklich ein grandioses Gerät. Aber ja, das war mein Review des Huawei Mate 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.